Arbeiten, wo andere Urlaub machen. Das Steigenberger Inselhotel Konstanz möchte Besuchern und Geschäftsreisenden einen guten Service bieten. Dazu braucht das Unternehmen die richtigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also wir hier in der Region, gerade in unserer Branche, haben schon auch akuten Fachkräftemangel, weil es ist eine Tourismusregion, ja, und deshalb ist es wirklich so, qualifizierte, gute Leute zu finden, wird von Jahr zu Jahr wirklich immer schwieriger. Man muss einfach offen sein, auch für neue Ideen eben. So ist es eben auch gekommen, dass ich mit der Arbeitsagentur eben viel zusammenarbeite und eben auch diese Maßnahme Commit ist so in unser Haus gekommen. Und das ist wirklich eine sehr, sehr gute Sache. Das Inselhotel Steigenberger konnte sich von dem mit Commit einhergehenden Chancen überzeugen. Dieses Modell mit berufsanschlussfähiger Weiterbildung während sozialversicherungspflichtiger Beschäftigung wurde für Personen ohne Berufsabschluss und für Unternehmen, die Fachkräfte suchen, entwickelt. Im Rahmen des Kooperationsmodells ist dem Bedarf der Personengruppe entsprechend die abschlussbezogene Weiterbildung gestuft in Form von berufsanschlussfähigen Teilqualifikationen vorgesehen. So findet man halt seine zukünftigen Mitarbeiter. Also die werden praktisch selbst entwickelt dann dadurch in Zusammenarbeit mit der Arbeitsagentur. Und ich denke, das wird sicherlich auch in der Zukunft ein Modell sein, was immer mehr zum Tragen kommen wird. Also viele Menschen mit Migrationshintergrund haben gar nicht die Möglichkeit, aus ganz verschiedenen Gründen eine ganz normale Regelausbildung zu absolvieren. Und durch die Commit haben Sie die Möglichkeit, in einzelnen Bausteinen Teilqualifikationen zu absolvieren. Es gibt auch jedes Mal eine Prüfung, sodass man am Schluss, wenn man alle Teile absolviert hat, einen Berufsabschluss erreicht und das Ganze während einem sozialversicherungspflichtigen Arbeitsverhältnis. Und es ist ein sehr großer Teil an berufsbezogenem Deutschunterricht mit inbegriffen. Im Inselhotel Steigenberger ist Chef Takuma gerade dabei, ihre Teilqualifizierung zur Fachkraft im Gastgewerbe abzuschließen. Ich habe angefangen 11. November. Ich habe viel gelernt, Deutsch gelernt und Küchehelferin. Ich bin hier und ich mag alles, Schneiden und Vorbereitung und alles. Also wir übernehmen die Maßnahme Kosten. Die Lehrgangskosten für den Teilnehmer und der Arbeitgeber bekommt von uns einen Arbeitsentgeltzuschuss für die Zeit, in der der Mitarbeiter dann nicht im Betrieb zur Verfügung steht. Konstanz ist nicht nur eine Urlaubs-, sondern auch eine starke Wirtschaftsregion. Das Kooperationsmodell Commit trägt zur Fachkräftesicherung bei Unternehmen bei. Dadurch hat unter anderem die Hohlenstein GmbH eine Fachkraft gewinnen können. Die Spedition Hollenstein GmbH hier in Konstanz, die gibt es jetzt bald 30 Jahre. Wir sind eine Tochter der Schweizer Unternehmung Hollenstein AG und wir betätigen uns im Speditions- und Logistikbereich und natürlich hier grenznah auch im Verzollungswesen und brauchen dort in allen Bereichen Fachkräfte. Wir wurden kontaktiert von der Frau Pfundstein, ob wir nicht die Möglichkeit hätten, einen interessierten Flüchtling zu beschäftigen, der parallel zu der Beschäftigung dann auch über Module weitergebildet wird im Bereich der Logistik. Jinusa Kolapo-Hamed und sein neuer Arbeitgeber konnten sich im Rahmen einer betrieblichen Erprobungsphase zunächst unverbindlich kennenlernen. Nach dieser Kennenlernphase wurde er eingestellt und ihm die Teilnahme an der berufsanschlussfähigen Teilqualifizierung zum Fachlageristen ermöglicht. Jetzt ist er bei Hohlenstein unbefristet angestellt. Ich bin hier als Mitarbeiter im Lager. Wareannahme, Labeling, Klebemarken und Verpackung machen. Mein großes Ziel ist, ich möchte Ausbildung machen und habe meinen Abschluss. Ja. Nachdem der Hermit das Modul absolviert hat, wo er nur in der Endphase denn bei uns im Praktikum war, haben wir festgestellt, dass seine Deutschkenntnisse sich deutlich verbessert haben. Und auch die praktische Leistung, die er gezeigt hat, war sehr gut, auch wie schnell er Dinge begriffen hat und umgesetzt hat, worauf wir ihm dann ein befristetes Arbeitsverhältnis angeboten haben, das nach einem Jahr in ein unbefristetes umgewandelt wurde.
Zwei glückliche Arbeitnehmende, zwei zufriedene Arbeitgeber. Nur einige von vielen positiven Beispielen für das Kooperationsmodell Commit. Das Commit-Modell wird sehr gut angenommen. Die Teilnehmer sind begeistert, sind auch daran interessiert, das nächste Modul zu machen. Und wir haben auch sehr viele Arbeitgeber, die von selbst wieder auf uns zukommen, um das nächste Modul nutzen zu können, um die Mitarbeiter im Unternehmen zu qualifizieren. Durch das Qualifizierungschancengesetz werden Modelle wie Commit noch attraktiver. Also seit Januar diesen Jahres haben wir das neue Qualifizierungschancengesetz. Und dieses Chancengesetz ist für unsere Region eine Riesenchance. Für unsere Arbeitnehmer und für Arbeitgeber besteht nun die Möglichkeit, sich sehr gut auf die neue Arbeitswelt 4.0 vorzubereiten. Aus meiner Sicht ist das für uns als Arbeitsagentur auch eine große Chance, zu zeigen, dass wir gut informieren können, super beraten und gut qualifizieren können. Also von daher eine Chance für alle.